Ja, ich bin Christoph Wagner. Ich bitte gerade meine Stimme ein bisschen zu entschuldigen. Das ist irgendwie erkältungsbedingt. Genau. Huch, hier war schon was. Kaputt gemacht. Ich wollte hier eigentlich noch. Genau. Welches? Ja, das hier eigentlich. Hier habe ich ein paar Folien. Gibt es hier auch sowas? Ja, und zwar, ich habe mir mal Gedanken gemacht, hatte letzte Foskes schon einen Lightning Talk zu diesem Thema. Kann man irgendwie für OSM ein Bewertungssystem einführen? Also mal ganz anders gedacht, kann man irgendwie sicherstellen, dass die Daten, die da drin sind, auch irgendwie korrekt sind? Und da habe ich eine Diplomarbeit drüber gemacht und da will ich jetzt mal ganz kurz drauf eingehen, was das hier eigentlich soll. Ich habe mir so gedacht, es wäre auf jeden Fall mal cool, wenn mehrere Benutzer sagen könnten, ja, okay, diese Straße, die stimmt. Ja, bisher ist es ja so, man sagt, okay, der letzte Mapper, der hat jetzt irgendwie die Verantwortung oder so, vielleicht auch noch alle, die davor diese Straße angefasst haben, aber sonst hat man eigentlich nicht so richtig was, wo man sagen kann, mehrere Leute, unabhängig, ob sie da jetzt mitgearbeitet haben an dieser Straße oder nicht, können jetzt sagen, die stimmt. So. Das Ganze soll natürlich, wenn man jetzt sagen will, okay, wir wollen hier irgendwie eine Vertrauensgrundlage schaffen, sollte das ein bisschen Schutz vor irgendwelchen Fakes bieten. Also wenn jetzt einfach mal einer die ganze Zeit sagt, ja, stimmt alles und stimmt natürlich nicht, ja, dann ist das natürlich blöd. Da dachte ich mir, okay, gehe ich einfach mit digitalen Signaturen ran. Wer weiß denn in diesem Raum nicht, was digitale Signaturen sind? Ah, okay, alle wissen das. Gut. Also wie so eine Art Unterschrift im richtigen Leben, sozusagen nur digital. Ja, und je nachdem, wie die Leute da irgendwie sagen, das stimmt und wer das macht, kann man dann gucken, ob man da vielleicht auch eine schöne Zahl rausrechnen kann und sagen, ja, okay, diese Straße ist jetzt so und so vertrauenswürdig und diese ist halt weniger vertrauenswürdig. Das ist so die Idee. Was bringt das überhaupt? Ja, ich sagte schon, irgendwie vielleicht die Zuverlässigkeit erhöhen von den OSM-Daten. Ich kann die Daten systematisch kontrollieren. Ja. Also im Moment ist es so, was es für Tools gibt, OpenStreetBugs jetzt beispielsweise, habe ich jetzt einen Bereich, wenn jetzt aber dort kein Bug eingetragen ist, dann weiß ich nicht, ist da jetzt kein Bug, weil sich da noch nie jemand für interessiert hat oder weil da wirklich kein Fehler drin ist. Ich weiß also nicht, haben das Leute sich schon angeguckt oder nicht, kann ich nicht sagen. Wenn ich das umdrehe, die Logik, und sage, okay, wenn das positiv bewertet ist, naja, dann haben sich die Leute das schon angeguckt. Also deswegen systematisch. Vielleicht ist dann auch sowas möglich wie zuverlässige Strecken finden. Ich habe jetzt hier mal Beispiel Rettungswagen. Ja? Also im Moment könnte man wahrscheinlich dem Rettungswagenfahrer noch nicht so richtig empfehlen, OpenStreetMap-Daten kannst du benutzen. Ist vielleicht kritisch, ja? Wenn man aber sagen könnte, okay, ja, diese Strecken da, die sind jetzt hier von ganz vielen Leuten schon angeschaut und das passt auf jeden Fall, ja? Ist vielleicht eine andere Voraussetzung dann. Ja, und könnte man sich auch überlegen, ob man so Manipulationswarnungen rausgibt. Ne? Wenn jetzt also irgendwie ein Objekt ist, wo ganz viele Leute gesagt haben, ja, das stimmt so. Und jetzt kommt einer her und ändert das. Ja, dass man dann sagt, aber hier, das ist ganz, ganz hoch bewertet gewesen. Kann man da nicht nochmal rüber gucken? Im Moment kann man natürlich auch sich Änderungen angucken, aber man hat die halt nicht bewertet nach irgendwas. Also man weiß nicht, ja, ist das jetzt bloß eine Kleinigkeit oder... Naja, da gibt es ganz, ganz viele Probleme, wenn man sich das eigentlich genauer durchdenkt. Ich habe hier mal ein paar als Auszug. Muss man sich natürlich fragen, wer darf das überhaupt? Wer darf da bewerten? Vielleicht nur angemeldete Benutzer oder jeder oder anonym oder nicht? Dann, was sagt die Bewertung eigentlich aus? Also kann man nur sagen, ja, richtig oder falsch? Oder ist das überhaupt sinnvoll zu sagen, dieses Objekt stimmt nicht? Weil dann kann man es ja eigentlich auch gleich selbst aktualisieren. Oder macht man hier irgendwie eine Skala von 1 bis 10? Das, ja, das stimmt zu 7. Ja, es ist irgendwie, ich habe es dann im Endeffekt so gemacht, man darf nur sagen, passt, weil alles andere ist irgendwie Blödsinn, habe ich mir so gedacht. Was genau wird eigentlich bewertet, ist eine ganz spannende Sache. Bewerte ich jetzt einen ganzen Kartenausschnitt, das wäre dann ganz schön grob, ja, oder nehme ich jetzt die einzelnen OSM-Objekte her, oder gehe ich sogar noch mehr ins Detail und sage, einen einzelnen Tag von einem Objekt oder die Position von einem Node oder sowas, ja, die bewerte ich, unabhängig, was an diesem Objekt da gerade noch so dranhängt. Und genau so habe ich es dann gemacht, also sehr ins Detail. Und wo werden die ganzen Bewertungen gespeichert, das ist natürlich auch so eine Frage. Ja, kann man alles noch irgendwie lösen, gibt es aber richtig fiese Probleme.
Die sind dann ein bisschen schwieriger. Zum Beispiel muss man sich eigentlich überlegen, wenn ich jetzt Daten habe, die sind jetzt irgendwie bestätigt von ganz vielen Leuten, wenn da jetzt eine Änderung kommt, ist die eigentlich wirklich immer böse? Ist das ein Fehler? Oder kann das ja auch wirklich sein, dass sich mal die Realität geändert hat und dann muss man da irgendwie ran? Also es ist ganz schwierig, das irgendwie automatisch rauszufinden. Ich kann also gutartige von bösartigen Änderungen gar nicht so richtig automatisch unterscheiden. Es geht in erster Linie aber darum, die Nutzer darauf hinzuweisen, hier, da ist irgendwie was, guck mal genau hin. In OSM ist auch noch sowas, Gültigkeit von Daten vielleicht abhängig von anderen. Ja, also, keine Ahnung, ist das jetzt, das könnte auf Tech-Ebene sein, ja, das könnte auch auf Objektebene sein. Da ist ein gutes Beispiel. Nee, lass ich mal weg. Haben wir auch keine Zeit. Genau, ein ganz, ganz fieses Problem, wie ordne ich die Bewertungen den Daten zu? Ich könnte jetzt einfach dran tun als Tag, ja, die Signaturen, ist hässlich, weil das müllt die Datenbank zu, will keiner. Lagere ich die extern, ja, okay, aber wie ordne ich die dann zu dem Objekt, was ich da gerade bewertet habe oder zu dem einzelnen Tag? Eine ganz, ganz schwierige Sache. Ich habe es über die ID gemacht. Wir wissen, OSM-IDs sind eigentlich ein bisschen flüchtig. Ist vielleicht eine fiese Sache, mir ist nichts Besseres eingefallen. Über die Position könnte man es irgendwie machen und wenn es dann ein bisschen verschoben ist, kann man in der Umgebung gucken, ja, wo ist es denn jetzt eigentlich? Oder ganz, ganz fiese Sache. Sind Bewertungen übertragbar? Das ist dann zum Beispiel interessant, wenn man sich die Frage stellt, ja, hier, ich splitte jetzt einen Highway auf, weil ich unterschiedliche Max-Speeds setze und so, kann ich dann die Signaturen irgendwie übertragen auf die einzelnen Teile oder ist das dann nur auf einen? Das ist eine ganz fiese Sache im OSM-Datenmodell. Hm, und ich, wir haben keine Zeit. Hab ich noch Zeit? Nee, ne? Nein. Okay, dann lassen wir das. Okay, also wer da irgendwie genauer was wissen will, was ich da genau gemacht habe, der kann sich da mit mir nochmal unterhalten.